Konsequenzen könnten Sie sich denn vorstellen? Ja, wir erleben ja eine Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise der SPD nicht erst seit 6 Wochen, auch nicht seit 12 Monaten, schon etwas länger. Und das kann man an vielen Themen festmachen. Der entscheidende Punkt ist aber vor allem, dass die SPD nicht klar genug erkennbar ist, was sie will, für was sie steht in Fragen eines modernen Sozialstaats, in der Arbeitsmarktpolitik, bei Europa in Teilen. Und deswegen muss mehr Klarheit in das, was die SPD auf Bundesebene will. Und dazu werde ich morgen im Parteivorstand auch ein paar Anmerkungen machen. Wenn Sie wirklich was Grundlegendes ändern wollen, dann müssen Sie entweder die Koalition verlassen oder Ihr Führungspersonal austauschen. Ja, ich glaube, dass der ein oder andere Beobachter so denkt. Aber wir haben ja ein bisschen Erfahrung als SPD in 155 Jahren mit dem Austausch von Köpfen. Das hat vor allem in den letzten Jahren. Genau darauf will ich hinaus. Das einfache Austauschen von Köpfen oder auch ein bisschen Spiegelstrichen nutzt nichts. Wir haben grundsätzlichere Fragen zu klären. Ich habe mich dazu in den letzten Monaten häufiger eingelassen und ab morgen ist der Zeitpunkt, wo wir die Frage wirklich jetzt ernsthaft klären müssen. Ein weiter so kann es jedenfalls in der Sache nicht geben. Noch ein Blick auf Hessen. Ist der Platz der SPD jetzt in der Opposition oder prüfen Sie die Alternativen, zum Beispiel eine Koalition mit der SPD oder eventuell könnte es ja sogar für eine Ampel unter einem Ministerpräsidenten Schäfer-Gümbel reichen? Also wir werden erstmal abwarten müssen, wie das Ergebnis ist. Wir wissen, Hessen ist immer eng. Ich rechne nicht vor den frühen Morgenstunden wirklich mit einem realen Ergebnis und entsprechender Mandatsverteilung. Und von daher wird die Frage morgen aufzurufen sein. Ich habe jedenfalls meinen Landesvorstand, meine Landtagsfraktion und den Landesparteirat zusammengerufen, um über die Konsequenzen dieses Wahlergebnisses zu reden.